Auf unserer Erde gibt es Regionen mit ganz unterschiedlichen Lebensbedingungen. Schier endlose Meere. Glühend heiße Sandwüsten. Und klirrend kalte Eiswüsten. Und in all diesen Regionen findet man Säugetiere. Hier in der Arktis zum Beispiel lebt der Eisbär. In diesem Film wollen wir herausfinden, wie er in diesem extremen Lebensraum überleben kann. Wir hatten schon gesagt, dass die Lufttemperatur in der Wüste zwischen Tag und Nacht sehr stark schwankt. Tagsüber brüten 40 Grad und mehr. Nachts fällt das Thermometer weit unter 10 Grad. Dromedare werden mit dieser extremen Hitze und Kälte in der Wüste gut fertig, weil ihre Körpertemperatur quasi mitschwanken kann. Ungefähr von 34 bis 42 Grad Celsius. Der Maulwurf lebt aber ausschließlich im Untergrund. Er gräbt dort ein weit verzweigtes System aus Tunneln und Kammern. Als Jagdrevier, Wohnzimmer, Vorratskammer und am tiefsten Punkt eine Grundwassertrinkstelle. Die Hügel sind der Aushub, den der Maulwurf beim Graben an die Oberfläche schafft. Der Körper des Maulwurfs ist auf das Leben und die Fortbewegung im Erdreich spezialisiert. Sehen wir uns einige Details an. Die Fledermaus stößt sehr hohe Laute aus. Eben Laute im Ultraschallbereich. Diese hohen Ultraschalltöne können wir Menschen nicht wahrnehmen. Aber das Fledermausgehör ist auf diese hohen Frequenzen spezialisiert. Extra große und sehr bewegliche Ohrmuscheln fangen sie auf. Der gesamte Körper des Delfins hat Stromlinienform, die ganz auf schnelles Schwimmen ausgelegt ist. Seine vorderen Gliedmaßen sind zu Flossen umgewandelt. Die hinteren Gliedmaßen sind vollständig zurückgebildet.